Erfolgreich Geld anlegen, das geht nur über einen langen Zeitraum und mit einem gut justierten Kompass in der Tasche, erst recht bei den anhaltend niedrigen Zinsen. Davon ist Vermögensverwalter Wolfgang Jutz, Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement GmbH, überzeugt. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Herr Jutz, warum ist es denn so wichtig, in den sehr flexiblen Kapitalmärkten Grundsatzentscheidungen zu treffen und diese dann auch durchzuhalten? Die Börse ist ja immer wieder sehr turbulent und ist immer wieder für Überraschungen gut, wie man ja auch letzten Donnerstag gesehen hat, als es auf einmal dramatisch nach unten ging. Es gibt Herbststürme, es gibt Unruhen, alle möglichen Ereignisse. Und es ist wie bei einem erfahrenen Bergsteiger, der einen Kompass braucht, der Karten braucht und eine gute Ausrüstung braucht. Auch das braucht ein guter, erfahrener Anleger und ein Vermögensverwalter, um erfolgreich am Kapitalmarkt agieren zu können. Und diese Grundsatzentscheidungen basieren im Grunde genommen, beinhalten zwei Bereiche. Der eine Bereich sind die grundsätzlichen Anlagerichtlinien, die ich mit dem Kunden ausmache, um einfach einen Rahmen abzustecken. Und das zweite ist die Beschreibung des Investmentprozesses. Und diesen Investmentprozess brauche ich, um dem Kunden zu erklären, wie ich denn im Einzelnen agiere. Schauen wir uns das doch vielleicht mal etwas genauer an. Sie sprechen dabei auch beispielsweise von Anlagerichtlinien, die die Leitplanken bilden. Wie könnten diese denn beispielhaft aussehen? Bei den Anlagerichtlinien ist es so, dass wir festlegen, in welche Anlageklassen ich als Vermögensverwalter überhaupt investieren darf. Also sei es beispielsweise, ob es möglich ist, in Schwellenländern in Aktien zu investieren oder auch im Rentenbereich, ob dort Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko zulässig sind, ob Wandelanleihen zulässig sind. Aber auch im Bereich von alternativen Investmentanlagen kann es ja Einschränkungen geben, ob Gold als Investment möglich ist und andere Dinge. Und der zweite Aspekt ist, gibt es Obergrenzen, beispielsweise für die Anlage in Aktien, meinetwegen 30% Aktien oder 50% Aktien. Sie arbeiten dabei mit dem Nobelpreisträgermodell von French & Farmer zusammen. Wie sieht das ganz genau aus? Die Nobelpreisträger Farmer und French haben untersucht, wie sich Aktienrenditen entwickeln und wo die Renditen herkommen. Und sie haben dabei festgestellt, dass einzelne Aktien bessere Rendite und Ergebnisse erwirtschaftet haben als der Gesamtmarkt. Und dazu gehören zum einen Aktien, die Small- und Mid-Caps sind, die also dort noch nicht so entdeckt sind, und zum anderen Value-Aktien, Aktien, die unterbewertet sind oder ein sehr gutes Kurs-Buchwert-Verhältnis haben oder eine sehr günstige Bewertung haben. Und diese Aktien haben sich langfristig besser entwickelt als der Markt, und später sind weitere Faktoren hinzugekommen, wie beispielsweise dividendenstarke Aktien oder Qualitätsaktien. Und für den Investmentprozess ist es halt wichtig, eine Kombination aus den verschiedenen Aktien zu machen, sowohl regional eine Streuung zu machen, als auch Small- und Mid-Caps dazu zu nehmen, Value-Aktien, dividendenstarke Aktien und so weiter. Aber mal Hand aufs Herz, Herr Jutz, die Märkte ändern sich ständig und immer. Das haben wir in diesem Jahr, im Börsenjahr 2015, auch eindrucksvoll mehrfach erleben. Müssen Sie denn nicht im Sinne Ihrer Kunden dann doch nicht auch immer mal wieder umschichten? Ich denke, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass man in solchen Phasen seine Strategie durchhält. So wie das Bild vom Bergsteiger eben halt auch sagt, der Bergsteiger muss auch seine Strategie durchhalten. Egal wie die Winde wehen und wie die Stürme sind, so muss er seine Strategie durchhalten und darf das nicht in Frage stellen, wenn er gerade irgendwo im Himalaya ist und es da gerade mal schneit. So meine ich, müssen wir auch als Vermögensverwalter die Strategie in erster Linie durchhalten. Wie sieht denn das Risikomanagement dabei aus? Also wie arbeiten Sie dabei? Entscheidend ist, dass die Anleger sich bewusst machen, dass die Schwankungen in näherer Zeit zunehmen werden und nicht so niedrig sind, wie man es in der Vergangenheit hat. Und viele Strategien, die auf Momentum basieren oder die mit Stop-Loss-Limiten arbeiten, funktionieren in solchen Phasen nicht, was man jetzt auch immer wieder sieht. Deswegen mache ich das Gegenteil. Ich kaufe in kleinen Portionen Aktien zu, wenn die Kurse zurückgehen, und ich baue etwas ab, wenn wir gute Marktphasen haben, und das erkenne ich eben halt an der Auslastung der Anlagerichtlinien. Und dieses sogenannte Rebalancing, das Gewicht, die Anlageklassen in ein gewisses Gewicht setzen, hat sich als langfristig erfolgreich erwiesen, weil ich mit kleinen Beiträgen kleine Erträge erwirtschafte. Damit erziele ich nicht die großen Faktoren, aber es bringt etwas mehr, und in einem Umfeld von niedrigen Zinsen ist es auch schon was. Gestatten Sie zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie schaffen Sie es denn als Vermögensverwalter angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten, Ihre eigenen Emotionen, die Sie ja sicherlich auch haben, im Zaum zu halten und sich eben halt nicht von der allgemeinen Unsicherheit anstecken zu lassen?
Also zum einen ist es wichtig, sich immer mal wieder zurückzuziehen und sich rauszunehmen aus dem allgemeinen Trubel und einfach die Märkte systematisch zu analysieren und sich selber auch ein bisschen Ruhe gönnen und mit diesem Abstand heraus seine Entscheidung zu treffen. Also erfolgreich Geld anlegen mit einem gut justierten Kompass in der Tasche, erklärt von Wolfgang Jutz, Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Herr Jutz, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.